Örtlich befinden wir uns immer noch auf der Berlinale, aber im Jahre 2023. Da lief nämlich das Biopic Golda mit Helen Mirren in der Hauptrolle. Chris, was verbirgt sich hinter dem Namen Golda? Ich habe das Gefühl, da ist was, was ich wissen muss, was ich nicht weiß. Ja, eigentlich ist es sogar vor meiner Zeit, ich könnte es gar nicht wissen, weil Golda Meir war 1969 bis 1975 israelische Ministerpräsidentin. Und damit war sie eine der allerersten Regierungschefin der Welt. Umso erstaunlicher, dass das jetzt ziemlich lang gebraucht hat, bis es dann mal über so eine starke Frau eine Regierungschefin in Biopic gibt, muss man sagen. Und auch wieder erstaunlich aktuell, dadurch, dass der Israel-Palästina-Konflikt jetzt tagesaktuell geworden ist, muss man genau, sagen. Genau, ja, und es ist im Grunde, also Staatsgründung Israel ist ja 1948 und es ist im Grunde seitdem auch unverändert. Es geht um den Jom Kippur-Krieg 1973. Also im Grunde baut sich da alles auch drum um sie und diese Situation auf. Ist im Grunde ein hochspannender Film. Ja, und es zeigt einfach nur, dass sich die Situation seitdem im Grunde auch gar nicht verändert hat. So, bevor du jetzt fragst, weil Berlinale und Palästina und all das, ne, wir können jetzt natürlich nicht irgendwas sagen, also beziehungsweise ich will nichts dazu sagen. Ich sage, es ist ein Film mit der israelischen Perspektive. Mhm. Und ich sage das jetzt, glaube ich, für alle. Wir in der Filmfest Spezialredaktion sind natürlich für die Wahrung aller Menschen- und Völkerrechte. Und insofern, es ist ein historischer Film aus der israelischen Perspektive, aber es gibt noch keinen aus palästinischer Perspektive. Vielleicht kommt er ja auch noch und dann sprechen wir dann natürlich drüber. Würde sich ein Vergleich anbieten, aber jetzt erstmal die israelische Perspektive mit Golda. Man muss kein Nahost-Experte sein für Golda, denn gleich zu Beginn gibt der Film einem wichtige Eckdaten. Heute Mittag haben die ägyptische und die syrische Armee eine Offensive gegen unser Land gestartet. Und man kann diese britisch-amerikanische Produktion auch schauen, wenn man sich weder übermäßig für historische oder Kriegsthemen interessiert. Das Politbiopic ähnelt eher einem Gerichtsdrama. Es bleibt über die ganze Spielzeit bei der knochigen, aber überaus sympathischen Regierungschefin Golda Meir. Die muss nämlich den jungen Staat Israel durch seine bis dato größte Bedrohung führen und dabei eine ganze Reihe Männer im Zaum halten. Golda, Israels eiserne Lady, so der komplette deutsche Titel, ist zuallererst ein sehr gut gemachter Politthriller, der einen zurück in die 70er Jahre katapultiert, mit einem ausgesprochen detailverliebten Setdesign, großen, starken Bildern und vor allem einer mit der Person Golda Meir geradezu verschmolzenen Helen Mirren in der Hauptrolle. It's such a mighty character with such an incredible history. I would like audiences to take away the understanding that women as well as men can lead a country in war through great challenges. Durch die ganze Dynamik der Geschehnisse kommt die besondere Persönlichkeit der Golda Meir fast ein wenig kurz. Denn auch wenn der Titel einen Vergleich mit der eisernen Lady Großbritanniens, Margaret Thatcher, andeutet, war die vor allem eisern und nie gleichzeitig auch so eine leidenschaftliche, nahbare und menschliche Ausnahmepolitikerin wie Golda Meir. Die Russen bereiten 11 Luftlandedivisionen vor. Damals war ich noch ein Kind in der Ukraine. Sie haben Juden auf der Straße zum Spaß zu Tode geprügelt. Ich bin nicht das kleine Kind, das sich im Keller versteckt. Am Ende ist Golda aber vor allem eines: spannendes, unterhaltendes und erbauliches Historienkino. Und das wahrscheinlich oder hoffentlich ganz unabhängig davon, wie man jetzt zu dem Nahostkonflikt stehen mag. Wissen Sie, wie viele Menschen gestorben sind? Den Schmerz darüber werde ich noch mit ins Grab nehmen.